Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von We Are Football. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir spielen gegen Illertissen, den Tabellenvierten, glaube ich, meine ich, denke ich. Genau, wir müssen uns nach hinten absichern. Wenn wir gegen die gewinnen, dann bleiben wir zumindest in den Top 3 und kriegen dann vielleicht auch ein bisschen bessere Sponsorenoptionen. Das wäre zumindest wunderbärchenst. Ja, das sieht alles ganz gut aus. Ich würde gerne meinen Kalender noch ein bisschen umbauen. Ich hoffe, das ist jetzt wöchentlich dann so und bleibt dann mal so. Das wäre irgendwie mal famos. Haben wir ein dringendes Drama? Im Moment sind uns noch immer ein bisschen die Hände gebunden. Noch nicht. Die Scout-Zentrale sollte jetzt auch ein bisschen schneller arbeiten eigentlich. Aber bei den Keepern haben wir jetzt auch noch nicht wirklich so die richtigen Erkenntnisse. Was ein bisschen damit zu tun hat, dass wir leider immer noch nicht unser Gelände ausbauen können. Wir haben jetzt natürlich dem Verein ein bisschen Geld gespart, indem wir gesagt haben, hey, lieber Verein, nächstes Jahr, ich brauche nicht so viel. Wir hatten ja nichts. So, wir müssen mal gucken. Das wird, glaube ich, nächste Saison vielleicht sogar der einzige Transfer, den wir richtig groß rausziehen. Auslaufende Verträge. Ein bisschen Erfahrung ist ja nicht schlecht, ne? Ich würde auch gucken, dass die deutschsprachig sind, wenn ich ganz ehrlich bin. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich irgendwie kein Problem, ein Problem damit hätte, wenn es nicht so... Nee, warte mal, ein Problem, Doppelverneinung? Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Dominik Groth, 4947. Den würde ich auch mal gerne scouten. Das ist eigentlich schon fast zu schlecht für uns, ne? So wahnsinnig das klingt. Und wir können mal gucken, ob wir einen Übergangstorwart vielleicht sonst nehmen. Huch. Jemand wie Stiegler. Das wäre vielleicht eine Option. Ja, das wäre erstmal das. Dann mein privates Netzwerk. Ja, Spanien, Italien wären ja noch so Kandidaten, wo es auf jeden Fall weitergehen muss. Ich meine, wir haben ja deutlich sichtbare Fortschritte im Team, ne? So ist es ja nicht. Und das ist ja auch ganz gut so. Bei den Jugendspielern, es kommen mir irgendwie noch nicht genug welche nach. Das heißt, wir müssen auch Geld sparen für ein Trainingscamp. Wir werden auf jeden Fall wieder den Fanclub glücklich machen. Wir schicken einfach mal unseren Superstar nochmal. Und da sind die richtig happy. Und... wir machen mal ein bisschen die Preise runter bei den Mitgliedersachen. Vielleicht kriegen wir dann mehr. Wir versuchen nochmal mit Klaus Wesele zu verhandeln. Wir wissen ja jetzt, dass im Wettbewerbsding, wir kriegen keinen besseren. Ja, und 150 ist, glaube ich, eine ganz gute Untergrenze. Wir brauchen das Geld, Leute. Wir brauchen das Geld. Der Vorstand wird nicht nochmal mit sich reden lassen. Wir können ein bisschen was anlegen, um Zinsen zu bekommen. Aber die Bank gibt auch kaum was für uns, ne?
Fan-Einleihen könnten wir rausgeben, aber da müssten wir die gut verzinsen. Da würden wir natürlich jetzt ein bisschen was ins Budget reinkriegen. Aber nee. So tief sind wir noch nicht gesunken. Das kriegen wir noch alles selber hin. Ja, Elatissen, der nächste Gegner. Wir machen mal zweimal Tapering. Haben uns noch so halbwegs auf den Gegner vorbereitet. Hulut hat sich jetzt auch noch im Training verletzt. Damit fällt auch noch ein Keeper aus. Ja, wir werden möglicherweise ja auch nicht in Bestbesetzung antreten können. Ja, von 230 auf 360.000, das machen wir. Noch mehr Geld für die Saison. Ist schon wieder ein halber Spieler, wenn wir Glück haben. Oder bei Adams ein ganzer. Ein ganzer Adams. Wir haben, glaube ich, für die anderen beiden großen Transfers, also der 210er, gut, der ist auch 600.000 wert, haben wir auch Gewinn gemacht. 400.000 Gewinn haben wir gemacht, Leute. Wir haben es natürlich nicht ausgegeben, wir haben es als Kapital in der Mannschaft. Das uns auch noch monatlich kostet. Aber ja. Arthur Schink, der fällt auch noch aus. Oh, weia. Das wird nix. Ich meine, es hat mich jetzt natürlich gekitzelt, ne? Würden wir das vielleicht noch schaffen, dass wir hier aufsteigen? Aber Leute, ihr wisst selber, das ist extrem unwahrscheinlich. Wir haben, wie gesagt, nur einen Platz. Es gibt keine Relegation. Vier Ligen teilen sich einen Platz, um die vier Plätze auszuspielen. Ja, und Lokalderby. Wie sieht's denn aus? Ja, Steinert, Bilic, das ist natürlich, der fehlt uns sehr. Gut, dass wir jetzt ein Team haben, was so ein paar variable Spieler hat, ne? Und die haben auch so einen guten Keeper. Nee. Das ist vielleicht sogar der Schwachpunkt der Mannschaft. Aktives Mitspiel und Fausten. Ganz komische Aufstellung hier. Also unsere Abwehr steht, kann man sagen. Langbein wieder da, sehr gut. Bruder muss nochmal zeigen, was er kann. Da würde ich sogar sagen, dass wir da riskieren, bei denen, wo es jetzt nicht so schlimm wäre, wenn wir es mit uns mit denen verscherzen. Bruder, das wird heute dein Tag. Bruder, was geht? Du machst das heute. Und wir gehen auf den Keeper. Der scheint die Schwachstelle zu sein. Einfach mal draufballern. Immer mal wieder versuchen. Und wir haben den 26. Spieltag. Wir haben noch sehr viel offen hier. Gegen den vierten. Wir gehen mal hoch rein. So, jetzt zählt's, Leute. Geschwächte Mannschaft auswärts. Gute Aufteilung. Memmingen legt auch direkt los mit Reinicke. Langbein geht nach vorne auf Thom. Und Thom auf die Latte. Direkt mal hier angemeldet, wer hier die Tore schießen möchte. Damit das von vornherein mal klar ist. Und wir ziehen direkt auch mal ein bisschen an. Erfolg kommt nämlich nur im Wörterbuch vor Kampf. Gelbe Karte, Elatissen. Hinspiel haben sie gewonnen. Das heißt, wir wollen die Revanche haben. 14 Grad, die Sonne scheint. Was soll schon schief gehen? Adams geht wieder mit nach vorne. Das sind immer gute Gelegenheiten, wenn er mitkommt. Und rüber und Will klärt auf Kosten einer Ecke. Adams, welche Variante nimmt er? Klassisch. Kopf! Und beide Spieler hatten die Gelegenheit, den Ball zu treten und treten ihn nicht. Er geht nochmal in das Tor. Nächste Ecke! Spiekermann. Von den Chancen passt's, vom Ballbesitz auch. Aber dann kommt der Konter. Ballverlust. Und
sauber vom Ball getrennt. Da können die Schwalben hier noch so tief fliegen im Stadion. 3000 Zuschauer ausverkauft. Auf Elatisener Seite möchte man unsere Mannschaft sehen. Unsere eigenen Fans möchten uns nicht sehen. Wir sind am 26. Spieltag. Spiekermann, komm, du kannst das besser. Das weiß ich doch. Und wir müssen auch mal hier... Adams, du spielst gut. Du hast dich gezeigt, du bist da vorne. Meter bist du gegangen. Das will ich nochmal sehen. Thom baut auf. Direkt nach vorne. Und das war ein Pass. Wie auf einen Bierdeckel. Nur der lag in der anderen Kneipe. Abgefangen. Spiekermann holt sich den Ball. Spielt auf Thom. Auf Bruder. Der, dem wir gesagt haben, das wird heute dein Spiel. Heute auf der rechten Mittelfeldseite als Ersatz für den Stammspieler Steinert. Schon wieder gehalten von Schnur. Das sieht man halt auch, was so ein Keeper auch in der unteren Liga ausmachen kann. Eine Chance nach der anderen. 5 Chancen haben wir schon uns rausgespielt. Und es müssen noch ein paar mehr werden, damit wir Keeper Schnur, der hält wie am Schnürchen. Note 1. Den haben wir als Schwäche ausgemacht, Leute. Mit seiner 3,3 Stärke. Aber der spielt einfach gut. Fehlpass. Pötter nutzt das aus. Kommt die Strafe. Jansen. Vorbei am Tor. Glück gehabt. Keine Ecke. Alles geht erstmal weiter wie gehabt. Noch eine Schippe drauf. Ballbesitz. 3% vorne. Vor den 50%. Also 6% insgesamt. Können wir nochmal Impulse setzen? Mit wem? Mit wem? Da ist nichts. Wir hatten ja nichts. Wernicke für Steinert. Einfach nochmal ein bisschen... Wir müssen das gewinnen, Leute. Geht mal raus hier. Eine Chance noch. Nein. Ei, 5 Chancen gescheitert am Keeper. Aber was soll ich euch sagen, Leute? Bayreuth spielt unentschieden in Aschaffenburg. Noch bleibt der Abstand so bestehen. Wir hätten besser gewinnen sollen. Klar. Aber Adams können wir nicht schon wieder loben. Ja, Leute. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen im Winter. Ist, glaube ich, hier die Devise. Schmalhans ist Küchenmeister, ist das Budget Stichwort bei uns. Es ist so. Und jetzt der Angstgegner der ganzen Liga. Posa schon wieder fördern. Nee. Thom nochmal. Das heißt nochmal, den haben wir noch gar nicht gefördert. Ach, wir brauchen mehr Büroausstattung. Es ist Wahnsinn. Haben wir ein anderes Drama? Ja, rechte, linke Seite, Schwäche. Ich würde mich direkt aufs nächste Spiel vorbereiten, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, dass dann die Spieler teilweise wieder genesen. Und wir machen mal nochmal weiter in Spanien. Wir machen jetzt einfach mal so ein Zweier- bis Dreier-Pack Partien. Und wir machen nochmal Tapering. Es ist gar nichts drin. Dann nehmen wir mal hier das Harte raus. Und hier würde ich dann nochmal Freistöße üben, dann. Dann haben wir uns wenigstens ein bisschen auf den Gegner eingestellt. 1785. Nächste Woche schicken wir dann nochmal wieder ein paar Briefmarken und irgendeinen von unseren Stars zu den Fans in einen der Fanclubs. Das ist jetzt wirklich was, wo wir auch wirklich... Es ist ein Problem, ne? Wenn wir so wenig Zuschauer haben, irgendwo muss das Geld ja reinkommen und es ist halt über Kartenverkauf kommt einiges rein. Naja. So, jetzt haben wir wirklich wieder richtig Salat hier. Wernicke, dich ziehen wir mal zurück. Dann ziehen wir dich auch nochmal zurück. Und besser wird's heute nicht mehr. So, wenig offensiv.
ordentlich über die mit. Was ist da denn los? Dietrich, Hölzel. Ja gut, Hölzel ist jetzt eine schwache Innenverteidigung, aber warum? Na gut, wir machen Hängespitze, zentrales Mittelfeld, DM, Adams. Das ist schon sehr stark, ne? Wir gehen auf Zielinski. Ja, wir müssen gewinnen, Leute, ne? Wir sagen nochmal, mit unserer Spezialtechnik wird alles gut. Gegen Level. Nee, nicht so eine starke, eigene Stärke. Ja, würde ich sagen, machen wir so. Und wie gesagt, Spezialangriffe können wir uns mal angucken. Wie das funktioniert. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Das wollten wir ja auch noch machen. Dann machen wir das heute mal. Aber erstmal müssen wir hier gewinnen. 59-51. Konterfußball-Hauptstadt, das sind wir schon gewohnt. Favard, aber Gessner sicher. Gut, dass wir so einen guten Keeper haben. Mensch. Ja, Anschluss ist erfolgt. Es geht los. Es läuft. Schon wieder Hauptstadt. Eibel. Da war der Fehlpass von Reinicke. Zielinski. Am Tor vorbei. Glück gehabt. Nils Poser. Hat Bruder gefunden und Schüke. Belohnt, dass wir ihn immer wieder einsetzen, dass wir nicht aussortiert haben, dass wir akzeptieren, dass er in der Hängespitze ist. Mit einem schönen Tor. 1-0. Bayreuth noch immer 0-0. Würzburg führt aber in Bamberg schon 3-0. Ecke Adams oder Alexander Adams. Vielleicht heißt er Adams, aber ich habe jetzt Adams genannt. Poser versucht und trifft defensives Mittelfeld. Trifft. Tor. Keeper ahnt die Ecke. Aber ahnt nicht genug. Die Fans sind aus dem Häuschen. Und immerhin 2679 Zuschauer wollen das Spiel sehen. Bei schönem, schönem Sonnenschein. Steinert wirkt da ein bisschen verloren auf seiner Position. Den lassen wir noch ein bisschen rund spielen. Dann holen wir den mal raus, würde ich sagen. Ballbesitz jetzt ausgeglichen. Aufstart bereits mit einer gelben Karte. Wir spielen weiterhin fair. Wir könnten natürlich mehr Fouls und Co. veranstalten. Aber ich habe die Sorge, das wird sich nach hinten raus rächen. Adams. Freistoß. Abgefälscht. Adams. Ecke. Klassisch rein. Langbein. Und Schülke sicher gefangen vom Keeper. Nächster Angriff. Über Steinert. Gerade noch von gesprochen. Spielt nach innen. Buda! Tor! Der Ersatzmann! Der Ersatzmann zeigt sich hier richtig gut. Auf der Position im rechten Mittelfeld. Schönes Spiel. Eine Vorlage, ein Tor. Das ist, glaube ich, auch nach der Partie ein Lob wert. Unabhängig davon, wie es benotet wird von der Presse. Mir hat er heute sehr gut gefallen. Eckball. Gessner boxt raus. Volle genommen. In die dritte Etage Weltraumforschung. Er war ein bisschen zu hoch. Jetzt wieder Memming. Eibel baut auf. Bisschen lang der Ball. Bruder kriegt ihn noch. Spiekermann. 4-0. So schnell hat Thilo Albrecht gar nicht damit gerechnet. 4-0. Sauber gespielt. Schön, dass sich auch hier die Ersatzleute zeigen. Das macht es mir wirklich schwer, mich von ihnen zu trennen, aber... Leider, leider werden wir das machen müssen. Es führt kein Weg dran vorbei. In der Tabelle Würzburg
gewinnt 6-0 gegen Bamberg. Das ist ein Wort. Bayreuth unentschieden. Da ist vielleicht der zweite Platz noch drin. Nützt uns nichts. Nützt uns gar nichts, wenn es um den Aufstieg geht. Um den es nicht gehen wird, glaube ich. Tolle Leistung bei den Trainingszielen auch. Und Karl-Heinz aus der Jugend. Keeper verbessert sich und bietet sich an mit 3,2. Vielleicht in der nächsten Saison doch in die Mannschaft zu springen. Bruder kriegt jetzt die Belohnung hier, natürlich. Der wird diese Woche gefördert. Und, achso, wir wollten mit ihm auch noch sprechen, ne? Wir sagen ihm das einfach. Es ist ja auch so ein bisschen. Es ist ja auch so ein bisschen wie ein Rollenspiel, wo man auch wirklich mal sagen muss, hey, auch wenn das Spiel berechnungstechnisch möglicherweise jetzt gar nicht vorgibt, dass wir ihn loben sollten, wir loben ihn, der hat gut gespielt. Wir haben ihn wahrgenommen, wir haben ihn gesehen, er hat sich gezeigt. Das ist doch toll. So, wir müssen die Fans happy machen. Wir beschenken sie, gehen sie besuchen. Und organisieren ein Fanclub-Treffen. So. Auslaufende Verträge müssen wir uns dann auch langsam mal sicher irgendwo mal anschauen. Aha. Bülic geht. Mit Große planen wir nicht, aber mit Steinert vielleicht. Und mit Bruder, ja, den müssen wir eigentlich jetzt verlängern. Er hat so ein gutes Spiel gemacht. Den müssen wir demnächst verlängern, ja. Da führt kein Weg dran vorbei. Geld anlegen. Ja. Hm. Nee, ja, gut. Hm, nee. Hm, hm. Ja, Ansbach, der nächste Gegner. Wir gucken mal, ob wir uns irgendwie darauf vorbereitet haben. Wir machen nochmal ein paar Ecken. Ecken in den Strafraum. Ja, und Marco Schülke. Unsere hängende Spitze. Die könnte jetzt lernen, besser zu flanken. Oder Wollis. Oder Elfmeter. Ja, wir wollen, glaube ich, zu Wollis hin, ne? Antritt. Ja, dann müssen wir es so machen. Und Bruder, hier, Leistung. Letztes Spiel war super. Dankeschön, dass du dich so gezeigt hast, deswegen sitzt du so wieder auf der Bank. Es tut mir leid, es ist halt so. Ja, Tabellenplatz 3. Fanclubs freuen sich über Geschenke, die Fanclubs freuen sich über eine schöne Veranstaltung. Sie tragen ihre Anliegen vor und freuen sich, dass sie gehört und einbezogen werden. Natürlich. Ihr sollt die Karten bezahlen. Miran Petri. Den gibt's ja auch noch. Unser Rechtsaußen. Der hat jetzt Kreativität abgeschlossen. Dribbling kann er nicht lernen. Der muss erst an seinen Schwächen arbeiten. Oder er macht Freistöße. Behebt mal deine Technik- oder Dribbling-Probleme, würde ich sagen, Junge. Der von ihm besuchte Fanclub freut sich sehr. Ja, Bayreuth haben wir jetzt analysiert und können uns dann hoffentlich wieder mit voller Mannstärke dagegen stemmen. Wir sehen ja auch unser Wettbewerb um die Tabellenspitze schwächelt. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das ist schon gelaufen. So langsam verschwinden auch bei den Ersten hier die ganzen Rots. So, Wernicke steht wieder drin. Aber Thom ist wieder da. Das nutzen wir. Wieso wird da trotzdem Wernicke genommen? Thom, bitte spielen lassen. Danke. Ja, Schülke auf einer 5-0 jetzt. Sehr schön. Wie sieht's denn aus? Natürlich haben die einen deutlich besseren Keeper. Was soll ich sagen? Links und rechts außen eher schwach in der Verteidigung. Und ja, wir gehen hier über die Flügel, würde ich sagen. Mit Manndeckung. Vorsichtig offensiv.
Das Wort offensiv kriegen wir nicht hin. Wir gehen nicht über die Flügel. Das sehe ich anders. Ein bisschen mehr gehen wir schon darüber. So. Zumindest über die starke Seite Schink, Siems, Schülke. Schülke fängt an blau zu werden, ne? Den müssen wir möglicherweise auswechseln. Trotzdem sind wir ein galliger Gegner. Und bei Schink habe ich den Eindruck, das wird heute sein Tag. Eine richtige Schwäche haben die nicht, ne? Links außen vielleicht. Wir versuchen's. Los geht's. Ohne Punkte. 62 zu 53 und die haben eine sehr unausgewogene Mannschaft. Gut, sie haben einmal alles drin. Bei uns fehlen also ein bisschen Künstler. Wir haben jetzt ganz viele Analytiker, die sich dann zu Tode analysieren. Das ist ein bisschen wie ein BWLer-Trupp. Ja, der kann die Tore ausrechnen, aber wird nie welche schießen und kommt nie voran. Posa! Da macht er schon wieder ein Tor, unser defensiver Mittelfeldmann. Wir haben ihn diese Woche gefördert und er dankt es uns. Ich glaube, er war es, ne? Er dankt es uns direkt mit einem Tor. Und da kommt der nächste Konter. Bilic ist wieder da. Zeigt sich direkt. Schülke spielt ab auf Siems Tor. Marvin Siems, da ist er wieder. Sehr schön. Also, was man sagen kann, ist, die Transfers zu Beginn der Saison, sie waren Gold wert. Und ich hoffe, das wird's auch beim Keeper. Schink jetzt mal nach vorne. Posa! Was ist denn da los? Der dreht ja richtig auf heute. Da sieht Hauptmann alt aus. Ein guter Keeper ist also auch nicht alles. Manchmal ist es die Form. Nils Posa hier mit der Chance zu einem lupenreinen Hattrick. Versuchen wir es mal. Reinicke baut auf Siems. Und Schülke läuft und läuft. Spielt ab. Sehr schön. Aber Bilic kann den Ball nicht richtig verarbeiten. Schade, schade. Marmelade. Jetzt auf der Gegenseite. Fritze auf Seemann. Keine Gefahr für Gessner im Tor. Schink auch, tolle Partie. Gut, dass wir ihm den Ansporn gegeben haben. Eine 1,5. Sonst nicht so wahrnehmbar. Aber heute direkt mal zwei Vorlagen auf Posa. Kann natürlich auch ein bisschen damit zu tun haben, dass wir auch die Antritte und die langen Bälle im Training auch trainiert haben. Bei Arthur Schink, meine ich, haben wir das auch gemacht. Oder machen wir das? Antritt zumindest. Und dann Schnelligkeit, Ballgewinne, okay. Dann habe ich das falsch im Kopf und behaupte das Gegenteil. Aber den müssen wir auf jeden Fall erstmal Posa. Hey, super. Und Schink. Egal, was da für Note steht. Super. Ja, die war okay, Junge. Nimm doch mal das Lob an. Weiter geht's. Zweite Halbzeit. 3-0 Führung. Wir ziehen mal ein bisschen Dampf ab. Springt nur so hoch, wie ihr müsst. Bei 3-0 Führung können wir das, glaube ich, noch machen. Wir schauen noch den Wettbewerb. Würzburg 0-0. Läuft für uns. Jetzt aber erstmal hier ein Konter über Siemann, den haben wir schon gesehen. Auf Greb. Spielt in die Mitte. Auf Weigel. Und der erwischt den Pfosten. Jetzt direkt die Reaktion hier. Siems wieder auf dem. Auf Bilic. Der will seinen Fehler von Ewel gut machen. Und macht den gut. Über den Keeper gelupft. Hauptmann macht sich breit. Macht sich aber nicht hoch. Bilic sagt Danke. 4-0. Würzburg immer noch 0-0. Bayreuth führt in Fürth. Was für eine Partie. So, ich glaube, wir lassen mal den Bruder rein, um Siems zu schonen. Und wenn er uns fragt, warum, du darfst dir den Applaus abholen. Und Bilic müssten wir schonen. Posa müssten wir schonen.
Ja, Poser, schonen wir mal. Wir nehmen den Kapitän raus. Auch er soll sich seinen Applaus abholen. Von den mitgereisten 5 Fans, die wir hier zählen können. So, nochmal. Schülke auf Bruder jetzt. Und wieder raus auf Bilic. Wieder Tor! Bilic! Mittlerweile eine reine Schützenbude von Hauptmann hier. 5:0 gegen Ansbach. Jetzt sind die Ansbacher aber aufgewacht. Das ist schädlich. Auf Weigel. Und da ist Ergebniskorrektur angesagt. 5:1. Mit einem mächtigen Schuss. Unten links in die Ecke. Gessner keine Chance. Das hat er nicht kommen sehen. Direkt nochmal hier. Fehrenbach. Gelupft. 5:2. Da freuen sich die Zuschauer auf den Tribünen. Aber das Ergebnis wird, glaube ich, trotzdem so in Ordnung gehen. 5:2 aus Sicht von Memmingen. Und das können wir jetzt nochmal ein bisschen korrigieren. Schülke. Schülke. Und Hauptmann fängt sicher. Hat die richtige Ecke geahnt und nimmt den Ball mit zu Boden. Nochmal Ansbach mit Fritze auf Hafner und Gessner sagt nein. Damit die Partie vorbei. Tolle Partie. Würzburg hat doch noch gewonnen und ja, Arthur Schink bedankt sich bei ihnen, ist glücklich, dass er ihr Vertrauen in der guten Leistung gerechtfertigt hat, feiert ausgelassen mit seinen Kollegen und gewinnt einen Punkt Zufriedenheit. So wichtig sind diese Gespräche auch mit den Mannschaftskollegen. Bayreuth gewinnt ebenfalls. Ja, es läuft also an der Tabellenspitze alles in eine Richtung. Immer mehr Punkte, immer mehr Tore. Und Nils Poser, der kriegt ein Gespräch von uns. Super gespielt. Und Schink haben wir schon gesagt, deswegen loben wir nochmal den Siems, haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Man muss ja sagen, 400.000 haben wir ihn gekauft. Er ist im Marktwert gesunken, aber so wie er spielt, war er es wert, dass wir das Risiko eingegangen sind, eine teure Verpflichtung mit ihm gemacht haben. Wir hatten die Schwäche auf der Seite, er hat sie wettgemacht. Wir würden jetzt damit im 2-5er spielen oder so, ne? War super Verstärkung an den Punkten. Da müssen wir uns einfach mal selber loben. Ja, kein Tor von uns dabei. Deswegen gehen wir direkt mal weiter. Andreas Meyer bietet sich ebenfalls an für die nächste Saison. Ein Anführer. 3-9 Stärke jetzt. Seine Entwicklung auch positiv. 32 Jahre. Er bietet sich nicht an. Und wieder Reinecke und Alexander Adams. 2 Rookies aus unserem Team. Top-Rookie Alexander Adams, der geht noch auf die 6. Und dann können wir nicht mehr bezahlen. Hey! So. Wir belohnen Arthur Schink nochmal. Und dann schauen wir mal kurz auf das Drama der Woche. Mindestens ein Jugendspieler wartet noch auf ihre Entscheidung. Das können wir später noch machen. Da können wir unseren Kader ein bisschen verbreitern oder den Spieler dann verkaufen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den als Ersatz für Schülke holen, wenn Schülke mal ausfällt und dann irgendwann, wenn er so gut ist, der Fräse, dass wir ihn verkaufen können, dann hat sich die Jugendarbeit schon gelohnt, die... Wenn wir den für 200.000 verkaufen als Jungspieler, 300.000 verkaufen, dafür einen etwas gestandeneren Torwart kriegen, irgendwann. Mal schauen. Wir können natürlich nicht im ersten Jahr auf die Transferliste setzen, ne? Eh klar. Was soll ich sagen? So, wir gehen mal mit die Fans glücklich machen. Sind die denn happy? Billet schicken wir mal wieder.
Wir beschenken die und besuchen sie. Wir brauchen noch Maskottchen. Und einen Namen. Das könnt ihr ja mal vorschlagen. Alle Neugeborenen in Memmingen bekommen einen Memstrampler. Wollen wir das machen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber, was ich mal machen wollte, habe ich ja gesagt. Wir schauen uns immer mal wieder was Neues an. Ich würde mir heute mal gerne anschauen. Nicht das hier wollte ich mir anschauen. Ich wollte mir das... ich wollte mir anschauen. Marshall und Henning sind nicht zufrieden. Ihr habt doch übrigens zu sagen. Ihr seid doch völlig irrelevant für mich. Möglicherweise ist das ja auch das Problem. Ich würde mir gerne anschauen, wenn ich es jetzt finde, wo es ist. Transferliste, die ist natürlich... International holen wir nichts. Yildirim. Gut, das ist die Taktik. Da will ich aber nicht hin. Ich will zu... Teamfortschritt. Nee, da will ich auch nicht hin. Kaderplanung, ne, zeigt das ganz klar. Also wir kriegen eine Hängespitze mit dem Jugendspieler. Auch offensives Mittelfeld kann der. Linkes Mittelfeld. Haben wir nur Bilic. Ne? Haben wir gesehen, wenn der ausfällt, da brauchen wir zumindest einen Ergänzungsspieler. Ich möchte gerne das Training einstellen. Geht das nur, wenn wir die Woche in den Vorlauf bringen? Weil ich würde gerne diese Standards mal trainieren. Organisationsleiter Wettklo bietet eine Verlängerung. Charity-Aktion. Ja, machen wir mal. Wir haben zwar kein Geld mehr, aber wir geben trotzdem, ja. So, genau, hier. Spezielles. Wo ist denn die Trainingsplanung sonst? Wo finden wir die denn? Finden wir die nur unter der Woche? So, also wie das hier funktioniert, das würde ich gerne mal mir anschauen. Angriff 1. Um einen Angriff auszuwählen, stellen Sie zunächst oben rechts die gewünschte Kategorie ein. Aha, kann ich gar nichts einstellen. Dann können Sie mit Hilfe der Pfeiltasten links und rechts neben dem Spielfeld zwischen den verschiedenen Angriffen wählen. Mit Hilfe der Play-Taste und Pause-Buttons können Sie den Angriff abspielen und anhalten. Okay, nehmen wir mal Garda 1. So. Was sehen wir denn hier? Ball wird so durchgeleitet. Weit in die Spitze spielen. Alleingang mit Keeper täuschen, das gefällt mir. Also letzte Sekunde abspielen. Das Ding ist, wir müssten da was wählen, was unserer Spielphilosophie entspricht, ne? Wir machen Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Und das bedeutet, bei dieser Spielweise geht es mit vielen schnellen Pässen immer direkt nach vorne. Abschlüsse stehen im Vordergrund. Kombinationssichere Spieler und schnelle Stürmer, die nicht lange fackeln, sind gefragt. Ballverlust im Aufbau muss unbedingt vermieden werden. Hohe Flanken, kurz und schnell. Das heißt, wenn wir da jetzt was eintrainieren, sollte das ein bisschen dem entsprechen, würde ich vorschlagen. So. Durch die Mitte
Konter-Kombinationsspiel. Konter spielen wir nicht. Früher Abschluss. Das spielen wir. Der wird gesucht. Der gefällt mir aber nicht. Geht. Das sieht nach uns aus. Den nehmen wir. Hat er den jetzt genommen? Ja, yeah. Und dann müssen wir hier akzeptieren, oder? So. Wir gucken mal. Wie gesagt, das würde der Spielphysik entsprechen. Keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Das klingt jetzt für mich logisch. Alexander Adams, 6,8. Für 105.000, Marktwert 1,4 Millionen. Die Frage ist, ist der happy? Der Spieler ist glücklich, ist in dem Kader. Team geht vor. Eieieiei, starker Amateurspieler, gilt als großes Talent. Grundgehalt 78.000, den müssen wir verlängern demnächst. Ei, wie soll man den bezahlen? Oh, 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 oh. So, Firma Wettklö, die möchten gar mit uns verlängern, über drei Banden, haben wir gesagt, ne, 150.000 wollen wir da auf jeden Fall haben. Wollen sie nicht hören, haben wir Pech gehabt. Ciao, mit V. Die Charity-Aktion ist ein voller Erfolg. Sie steigert das Ansehen des Vereins und mehrere lokale Zeitungen berichten darüber. Managerpunkt bekommen. Die Aufwertung. Siems macht Fortschritte. Einsatzzeiten von Tom. Fortschritte. Bulut. Fortschritt. Einsatzzeiten. Erzielte Tore von Bilic gibt klar eine Aufwertung. Schülke, wir haben ihm das Vertrauen gegeben. Er hat's belohnt. Es geht klar nach vorne. Gerald Grieve, aufgrund der Einsatzzeiten ist ein Vor, aber Posa, der die richtig guten Vorlagen gegeben hat, wird auch belohnt. Guter Fortschritt. Stoiber, so gerade noch bei den Einsatzzeiten. Ebenso Langbein. Und da seht ihr, wir müssen die Spieler auch regelmäßig bringen, damit sie in der Aufwertungsrunde auch eine Chance haben, nach vorne zu kommen. Und jetzt bin ich gespannt, wir werden jetzt gleich im Taktikschirm sehen können, wie schnell wir diese Standardsachen, die wir eintrainieren, wie schnell wir die lernen können. So. Was ist hier wieder los? Tom ist wieder nicht aufgestellt, warum nicht? So. Siems, Schink, Adams, Posa. Aus meiner Sicht die Bestbesetzung, ne? Top. Und es tut mir echt schon so ein bisschen leid, dass wir diese Mannschaft demnächst so ein bisschen auseinanderreißen, weil wir neue Spieler holen und Spiekermann ersetzen, Langbein ersetzen. Aber ja, so ist es halt, ne? Wenn du aufsteigen willst, da kannst du nicht... Da musst du halt mal... Und jetzt haben wir einen 6-8 in der Abwehr. Wow. Das war wirklich ein toller Transfer. Wir müssen nur aufpassen, dass wir den jetzt nicht vereinslos verlieren, sozusagen. Wenn der geht, dann nicht durch einen auslaufenden Vertrag. Das darf nicht passieren. Wahrscheinlich direkt am besten sehr früh bei ihm nach einer Verlängerung gucken. Oder ihn für einen sehr hohen Preis dann auch verkaufen und zwei Ersatzleute dafür wiederholen. Spieler mit auslaufenden Verträgen, sowas halt.
Aber darüber reden wir jetzt nicht. Wir reden jetzt drüber. Angriffsfußball mit kurzen Pässen. Was sagt der Co-Trainer? Nein, ich bin nicht deiner Meinung, Co-Trainer. Halt die Klappe. Wir gehen wieder ein bisschen über rechts. Das würde ich so lassen. Variabel. Ja. Ja. Nun, hier ist jetzt der Trainingszustand von unseren Angriffen. Sehe ich noch nichts, wenn ich ehrlich bin. Wir versuchen mal den anzugehen. Wir sind ein galliger und ekliger Gegner. Ja, und gegen Aschaffenburg müssen wir auch Punkte einsetzen, damit die uns nicht platt machen. Viktor Gessner, das wird heute dein Tag. Und Tom, das wird heute dein Tag. Gegen den vierten. Ein taktisch geprägtes Spiel auf Augenhöhe. Kleinigkeiten sind entscheidend. Das setzen wir mal ein. Und dann geht's los in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne eure Kommentare und ich freue mich darauf. Nächstes Spiel gegen die Plätze sozusagen. Bis dann.